Guten Morgen Welt hier bei Manulash und heute geht wieder weiter mit Beyond Two Souls. Wir haben die Ehre, ja ich sag mal hier das letzte Tuch zur Grabstätte dieser Nachfahren zu bringen. Und da war noch kein weißer Mensch oder keiner hatte die Möglichkeit hier einzutreten und uns wird diese Ehre nun zuteil, an diesem Ritual oder an diesem, ja, nennen wir es mal Ritual, einfach mal ein bisschen teilhaben. Also wir werden daran teilnehmen, so rum. Wo ist der alte Sack? Ach, der ist auch hier. Oh, das ist natürlich jetzt schwer für euch beide, ne? Es tut mir ja leid für euch. So. Da liegt er, oder? Ja. Das sind die Knochen eurer Vorfahren. Ich bin sicher, sie wollten, dass man sie bei ihrem eigenen Volk begräbt. Es ist nicht deine Schuld. Mein Vater ist bei Shimazani und bei seinen Vorfahren. Er ist glücklich, wo er ist. Das ging jetzt aber schnell. Tja, sondern passen wir mal auf, dass wir nicht drüber trampeln über die beiden. Und bye bye. Man sieht sich in der nächsten Welt wieder. Na gut. Wenn du uns schon so empfängst, dann gehen wir mal dahinter. Jungs, ich komme mal später. Wo seid ihr jetzt schon wieder hin? Okay. Gehen wir es wohl ein bisschen eiliger. Einen fliegt doch mal schnell hoch und gucken nach, was da ist. Geht doch schneller so, oder? Oder müssen wir da jetzt hochklettern? Ja, wir haben die Ehre. Lieber doch nicht. Jetzt komm runter, du Arsch, und gib uns eine Hand hier oder sowas. Nee, da gehe ich nicht rein. Oder eben schon, wie auch immer. Also, Streichholz bringt jetzt halt echt, ne? Also, es fackelt ja auch nicht ab. Dahinter müssen wir nicht, oder was? Und jetzt? Dein Entschluss steht also fest? Du verlässt uns? Es gibt Dinge, um die ich mich kümmern muss. Dinge aus meiner Vergangenheit.
ich glaube, ich bin jetzt bereit dafür. Du hast viel für uns getan, Jody. Für uns und für unseren ganzen Stamm. Wenn du nicht findest, was du suchst, komm wieder her. Du hast hier immer ein Zuhause. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Ich werde dich nie vergessen, Corey. Ashki wird dich vermissen. Eines Tages komme ich ihn besuchen. Ah, umarmen oder küssen. Hey Jody. Du hast nicht gedacht, du müsstest laufen, oder? Mit der Schockgreif war ich nicht mit. Ziemlich gedauert, aber ich habe es zum Laufen gebracht. Ist deins. Na los. Sieh es als kleinen Dank an. Na los, jetzt sind wir schon mal ein bisschen Bikerbraut. Starten wir mal den Motor hier. Jetzt fällt es wahrscheinlich gleich auseinander. Bye bye. Hä? Was macht ihr bei dir? Solltet ihr doch eigentlich tot da unten liegen, oder nicht? Schweine. Ja, und jetzt kommt es zur Trennung. Nie allein. Ja, wir spielen jetzt, glaube ich, das ist ja vor der CIA. Sorry. Bereit? Nein? Ja. Okay, dann schon. Cole? Okay, ich nehme auf. Konzentrier dich jetzt, Jody. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Objekte. Schauen wir uns mal das Picture an. Das ist meine Mutter. Was haben wir hier? Die Münze können wir wechseln zu Aiden? Nein, okay. Legen wir die auch zurück. Nehmen wir mal die Schatulle. Gucken wir mal kurz rein. Oh, da vibriert schon. Kannst du was sehen, Aiden? Ah, halt. Das war zu weit. Einmal so oder so. To your head. Danke, das ist echt total schön. Mach's auf. Jody, alles okay? Ja, mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Na, erzähl ich's dir mal. Ein kleines Mädchen. Es war ihre Spieluhr. Laura. Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan, jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht. Ja. Ich bin gleich wieder da. So, unsere Krone nehmen wir jetzt mal kurz ab. Ach, jetzt ist das ist der Typ vom CIA.
gehst du hin? Warte doch auf Nathan. Ja, Nathan steht doch vor der Tür. Was? Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody? Das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Warum? Das verstehe ich nicht. Warum ich? Unsere Einheit hier. Wir unterstehen auch der CIA. Sie haben deinen Fall verfolgt, seitdem du hier bist. Sie wissen, wozu du und Aiden fähig sind. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin fähig, allein zu entscheiden. Niemand kann mich zwingen zu gehen. Es ist schwierig, aber du musst es verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Und das war's, ja? Du machst die Pläne und ich mache hier einen auf schön brav und ordne mich unter? Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Nö? Geh und fick dich doch. Das war's, wir gehen sofort. Kollege, noch einmal fasst du dieses Mädchen und du bist tot. Stopp, und zwar sofort. Du bist für mich. Ich hole schnell mein Zeug. Nur das Nötigste. Alles andere ist in Camp Perry. Ich gebe dir gleich Camp Perry. Also, für das Nötigste brauchen wir die Tasche. Ein paar Unterhöschen wären nicht schlecht für den Anfang. Unseren Knuffel-Häschen brauchen wir auch. Nee. Nein, ich brauche noch nicht. Euch noch nicht. Okay, brauche ich. Papier ist immer gut. So, was ist hier? Was zum Taufen? Nee. Dürfen wir, glaube ich, gar nicht. Picture von Mom und Dad. Das packen wir auch mit ein. Los. Alles, was mich nicht bei Drafenbaum ist, wird eingepackt. Geschirrtuch brauchen wir auch. So, was haben wir hier? Nee, Zeitschriften will ich nicht. Knuddel, Knuffel. Okay. Genug geholt, weiter geht's zum Einpacken. Ich will das Häsle. Ich will den Hasen. Ja, ich will den Hasen. Ich will den. Komm, gib mir den Hasen. Nein! Nein, 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 nein. Back to the Hasen. To the Rabbit. So. Ja. Schön. Ihr wollt schauen. So, jetzt können wir gehen. Schauen wir noch, was wir da hinten haben. Schrank stimmt. Ein bisschen was zum Anziehen wäre nicht schlecht. Was haben wir hier? Nee, Picture haben wir ja schon mitgenommen. Da können wir gleich reingucken. Was nehmen wir noch aus dem Bad mit? So ein Handtuch. Oder Deo. Zahnpasta. Nehmen wir doch das Klo auch gleich mit. Gleich die ganze Kloschüssel. So.
Komm, nehmen wir mit. Alles, was nicht bei... Ein Kleid, das würde ein bisschen wenig werden. Naja, okay. Oder ein T-Shirt, was das war. Aber jetzt, wo Knuddel Knuffel dabei ist, da... Da, das bereinigt doch die Seele. Das Herz, nicht? Ja, wir gehen. Wenn ihr jetzt was vergessen habt, dann simse ich dem Nathan und dann wird er mir das schon nachbringen, hoffentlich. Keine Sorge, du machst das sicher gut. Na komm, Neja, in meine Arme hier. Komm. Mann. Frau. Du wirst mir hier so sehr, Prinzessin. Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Ich lasse dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Maul! Ich bin gerade sentimental. Und da ging sie dahin. Richtung CIA. So, dann haben wir ja das wunderschöne Willkommen bei der CIA, die Botschaft. Und jetzt gibt's ein schnuckliges Abendessen. Beim CIA-Chef Ryan Clayton wahrscheinlich, oder? Boxen. Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Ja, ja. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Nee. Klar, aber... Wie, wer es so macht? Okay, ja, ich bring uns einen super Wein mit. Bis später. Und ob da was zwischen uns oder zwischen denen was laufen wird, sie lächelt eh schon so verschmitzt. Det gibt's im nächsten Part. Ich sag bis dann, habe die Ehre, Freunde, und guten Abend, Welt. Ciao.